Negative Emotionen zeigen eine deutlichere Wirkung als positive. Das mag damit zusammenhängen, dass Menschen negative Emotionen intensiver wahrnehmen. Dr. Emoto hat noch ein anderes interessantes Experiment durchgeführt. Er füllte Reis in 3 Glasbecher und goss Wasser hinzu. Einen Monat lang sagte er jeden Tag zum einen Becher: Vielen Dank. Zum zweiten: Du bist ein Idiot. Und den dritten Becher ignorierte er einfach. Nach einem Monat begann der Reis, bei dem er sich bedankt hatte, zu fermentieren und gab ein starkes, aber angenehmes Aroma ab. Der Reis im zweiten Glasbecher hatte sich schwarz verfärbt. Der Reis, den Dr. Emoto ignoriert hatte, hatte zu schimmeln begonnen. Dr. Emoto ist der Meinung, dass wir aus diesem Experiment eine wichtige Lehre, vor allem für den Umgang mit unseren Kindern, ziehen können. Wir sollten uns um unsere Kinder kümmern und ihnen Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Gleichgültigkeit richtet den allergrößten Schaden an.